Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja, heute zeige ich euch meiner Meinung nach die beste Viper-Klasse. Das ist die Viper mit LV oder Reflex, je nachdem, mit was ihr besser spielen könnt. Schalldämpfer, weil damit man auf der Map keinen runden Punkt sieht, wenn man schießt. Ich mach's eigentlich nur wegen dem Sound, weil ich den übel geil finde bei der Viper mit Schalldämpfer, aber okay. Dann spiele ich mit Schaft, damit man schneller sich beim Ziel bewegen kann und schnelles Macker für Pusher wie mich, die absolut reingehen und so viele Kills machen wollen. Dann ist halt schnelles Magazin absolut wichtig. Dann als zweite Waffe habe ich einfach die Cup MK2 als Ausstattung. Stim, ich nehme in jeder Klasse immer Stim mit, weil Stim ist einfach das Beste zum Rushen, das ist nicht mehr feierlich. Weil sonst müsste man 7 Sekunden warten, bis man wieder die Spritze einsetzt und hier glaube nur 4, waren es 4 oder 3 so. Als extra 1 nehme ich Plünderer mit und als extra 2 Leichtgewicht. Ich habe auch noch eine mit Reflex. Ja, genau. Genau dasselbe, nur dass ich halt Reflex drauf habe und... Wir spielen 2 Runden oder 3 und auf jeden Fall werde ich beide ausprobieren und dann sehen wir uns in der Runde wieder. Bis gleich. 48 Kills sind wir, okay. Ich fange erstmal mit der Viper LV an. Ist auch meine erste Runde, also nicht wundern, ne? Falls ich kein Aim habe. Ich habe auch zurzeit. Ich spiele halt nur noch mit der Viper und da habe ich. Man sieht es absolut schlecht gerade. Entweder 16.000 oder 18.000 Kills. Okay, rechts ist ein. Unten ist einer, den hole ich mir. Ich glaube, ich muss mir auch bald einen neuen Scuff bestellen, ey. Weil beim Sprinten habe ich diese Aussätze und die nerven absolut. Oh Gott. Ja, genau. Geil. Eigentlich habe ich mir die Runde besser vorgestellt. Affe, ey. Oh, lol. Der hat halt auch wenig Rückstoß, ne? Das ist halt das Gute. Und die ist gebalanced. Nicht so wie andere Sturmgewehre oder so. Wie die Peacekeeper, die ist absolut unfair, meiner Meinung nach. Aber wenn ich sie hätte, würde ich sie selber spielen, also von daher. Unten ist einer und oben ist einer. Ich würde den erst unten, dann hole ich mir den oben. Oh, beide sind oben. Let's go. Let's go. Spawn Flip. Mate, pass auf. Oh, lol, was war denn das, ey? Okay, die spawnen da noch. Genau. Alter, ich feier die Waffe so unnormal, ne? Und man muss noch nicht mal Großkaliber drauf machen, dass die unfair ist. Also nicht unfair, dass sie gut ist. Weil unfair kann man bei der Waffe absolut nicht sagen. Guck, da habe ich auch meinen Scharfschützen-Heli. Let's go. Mache ich hier noch mein Einsatzteam safe. Knallenlos. Für die erste Runde geht die Runde auf jeden Fall fit. Zack. Einsatzteam, let's go. Aber für die erste Runde reingejoint, geht klar. So, ich werde zwar nicht mehr Erster, oder? Nee, das ist unmachbar. Noch Zweiter werden. Dance with the... Oh, du Affe! Macht man nicht, Alter. Da Cam ist ja nicht mehr feierlich. Ich habe das Gefühl, dass die da noch spawnen. Okay, nice Einsatzteam. Let's go. Ja, auf jeden Fall ein Spawn-Flip. Unten ist einer. Den hole ich mir easy, locker flockig. Wow. 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 Perfekt. Erste Runde. Erste halbe Runde. 26-4. Direkt. Let's go. Bin ich mit zufrieden. Highlight. Was habe ich? Achso, der Triple Kill. Der absolut Glück war. Das Aim geht auch direkt fit, Alter. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der zweiten Runde. Bis gleich. Wir spielen bis 50 Kills mit LV und dann ab 50 Kills wechseln wir.
zu Reflex und machen dann noch eine Runde mit Reflex mit so. Wäre das besser? Ach, ich labe schon wieder Scheiße, Mann. Go. Ich wundere, ich bin auch leicht erkältet, ne? Also falls ich husten sollte, ich versuche es zu vermeiden, aber falls ich husten sollte, nimmt es mir nicht übel. Bitte. Voila. Ich war doch schon längst um die Ecke, Mann. Ja, zu Kugeln, die 90 Grad schießen, Alter. Hinten ist einer. Nee, lol. Doch. Eins. Oh Gott, Mann. Ich weiß gar nicht, gibt's auf der Vapor Vollmantel? Ich habe absolut nicht drauf geachtet. Komm, holen dir. Jawohl. Geh ich mal unten lang. Mach mal Luki Luki auf der anderen Seite. Perfekt. Gut wäre halt, wenn ich jetzt nochmal einen Scharfschützen-Heli mache, ne? Dann liebe ich die Map absolut. Ich finde es halt schade, dass es in dem Spiel keine Maps gibt, die so, wo man denkt, so in Black Ops 5, oh ja, geil, wenn die geremaked werden. Gibt's irgendwie meiner Meinung nach nicht in BO4. So Scharfschützen hier, die haben auch schon. Gehen wir auf Nuklear, ne? Boah, wie viele, lol. Eins. Okay. Boah, ich hab noch kein Einsatzteam. Okay. So. Jetzt habe ich Einsatzteam. War der unten oder wie? Oh, hier schwitzt, Mann. Krass. Links. Na, schade, Mann. Oh, nice one. Okay. Wenn die Streaks jetzt nochmal reinscheppern, dann lief die Runde absolut perfekt. Du Honk, Alter. Ich find sowas einfach nur traurig. Warum man... Okay, Einsatzteam geht absolut rein. Von 59 Kills habe ich 34. Perfekt. Gut, mit diesem Ekia-System. Aber was mich noch ärgert, ich habe keine Scump-Challenge. Da muss ich noch gucken, ob ich die in Zukunft schaffe. Ich habe schon 1000 Mal gefailt für die Scump-Challenge und... Ja, einmal war ich auf bei 65 Kills, 67. Ja. Kannst halt nichts machen, aber das ist halt so, ne? Stimmt, fuck, ich wollte eigentlich auf die Vapor mit Reflex switchen, perfekt. Es gibt auch manchmal Runden, da komme ich absolut mit Reflex besser klar und manchmal mit LV. Komm. Oh, er ist absolut Headglitch. Ich pushe es auch noch. 100 pro MG. Woher weiß ich sowas, ey? Vielleicht an den Schüssen, an den Gunsound. Oder dass sie so schnell droppt. Und dass du auf lange Distanz keine Chance hast mit einer Vapor. Also so lange. Ist absolut unnormal, was du mit der Titan machen kannst in dem Spiel. Nein! Oh Gott, Alter. Was noch absolut unfair wäre, irgendwie so im Magazin der Erweiterung der Vapor. Das wäre richtig geil. Ja, schade mal. Viele kommen auch mit der Vapor gar nicht klar. Also,
Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Aber ich komme mit der Vapor sehr, sehr gut klar. Und was macht der da? Was macht der da? Das ist ja unnormal. Absolut verämmt. Egal. Ja, egal. Aus Versehen auf L2 gekommen. Ich weiß nicht, kennt ihr das so? Wenn ihr auf L1 und R1 schießt und aus Versehen auf L2. Okay, nochmal Highlight. Let's go. Ah ja, das war der. Boah. War leider die Munze leer. Und nochmal mit dem Scuffjump gerettet. Okay, Leute. Dann sehen wir uns gleich in der dritten Runde wieder. Es macht so Bock gerade. Ist so normal. Oh, lol. Die mich anhitten, das ist ja krank. Es ist so ungewohnt, ne, immer das Mikrofon vor den Mund zu halten. Weil eigentlich habe ich es immer neben den Mund. Gut, man hört mich dann, man würde mich dann auch etwas seitwärts hören, aber für mich wäre es dann halt bequemer, weißt du? So. Links. Oh nein. Oh nein. Eins. Zwei. Ich höre nicht auf. Ich will weiter rushen. Oh, vier. Ich weiß schon, wie die Gegner spielen werden. Genauso. Nein. Nein. Er heißt Game Rasierer. Game Rasierer? Wird erstens mal mit S geschrieben. Zweitens. Warum nennt man sich so, wenn man mit der Shotgun spielt, Alter? Muss doch nicht sein, ey. Oh, hinter mir, lol. Ich weiß, dass hinter mir einer war. Ja, haben wir ihn jetzt. Let's go, man. Oh, hinter mir. Nicht so geil. Eins. So, alles Tweaks nochmal. Oh. Mein Aim. Oh, nice. Na. Okay, mal sehen, was Scharfschützenlinie so macht. Wo der Scharfschützenheli mega krank ist, ist auch Firing Range und Icebreaker. Icebreaker extrem krank. Wenn die da nicht die ganze Zeit im Schiff hocken. Oben. Oh, nein. No, nein! Goku Ali, ne? Dieser Name ist krank. Was machst du da, Alter? Absolut strange, die Leute. Yo, wie viele auf einmal? Okay, 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 okay. Holla. Ah. Holla. Hinter mir. Holla. Turnen. Kann man das eigentlich noch Turnen nennen, wenn man sich heilt? Ja, ne? Ich denk mal. Oh. Nein, oh, das wäre noch lustig gewesen. Affe, Goku, Ali, der nervt mega, ey. Ist der einzige Abfucker in der Runde gerade, ne? Gut, der steht auch noch nicht mal so scheiße. Oh, let's go, man. Die Frau. Oh. Oh, geil, Mann. Schaffe ich noch die 50 Kills? Ich will's hoffen, ey. Sieht immer auf dem Papier besser aus, ne? Wo
kann ich sie denn noch finden, ey? Ah ja. Zack. So Leute, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich richtig freuen. Ich kann euch nochmal die Klasse zeigen. Und dann sage ich nur noch, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.